Hey Freunde, was geht? Hier ist der Toki, willkommen zum Video. Heute geht es um die RPT-31, das ist das neue LMG im Spiel und freischalten tut ihr es ab Stufe 22 des Battle Passes. Und ja Leute, was soll ich sagen, wie fast alle Waffen der Season 4 ist auch das RPT-31 richtig stark. Die Waffe besitzt eine Feuerrate von 880, was einfach nur übertrieben krass ist, gerade für ein LMG. Dazu besitzt sie nur einen einzigen Schadensabfall ab 50 Metern, da geht der Schaden dann runter von 22 auf 18, das bedeutet ihr braucht immer 5, maximal 6 Bullets, um einen Gegner zu killen. Die RPT fühlt sich dadurch einfach schön konstant an, man hat ein gutes Feeling und vor allen Dingen auch eine hervorragende Time to Kill. Aber um das Maximum aus ihr herauszuholen, muss man auch das richtige Setup spielen. Das besteht bei der RPT-31 zuallererst einmal ganz wichtig aus dem 200 Schuss Standard Munitionsmagazin. Das schaltet ihr leider erst sehr spät frei, ich glaube man braucht 300 Kills dafür, nagelt mich nicht exakt darauf fest, auf jeden Fall dauert es recht lange. Vorher müsst ihr halt High Power spielen, das ist auch okay, aber mit Standardmunition wird die Waffe nochmal um einiges, wirklich nochmal um einiges stärker. Ganz wichtig ist auch, den verkürzten Lauf drauf zu schrauben, dadurch wird noch einmal die Feuerrate erhöht und eine höhere Feuerrate bedeutet eine noch bessere Time to Kill. Die Waffe besitzt sehr wenig Rückstoß, den muss man nicht unbedingt mit einer Mündungsfeuerbremse oder sowas kompensieren. Mit ein bisschen Übung ist das überhaupt kein Problem. Der Unterlauf ist dann nicht mehr ganz so entscheidend, ich persönlich nehme ganz gerne den BCG-Griff mit, um nochmal die Präzision zu erhöhen, alternativ würde allerdings auch ein Laser sehr gut funktionieren, die Unterschiede sind relativ gering. Dasselbe gilt auch fürs Visier, ich spiele persönlich sehr gerne mit einem Holo, es würde allerdings auch jedes andere gehen. In diesem Setup ist die RPT-31 definitiv eine der stärksten Waffen im gesamten Spiel, ihr könnt wirklich gerade auch auf Distanz richtig schön durchbrettern. Wie schon gesagt, ihr habt auch kaum Rückstoß, das heißt ihr könnt richtig hart lasern, ihr habt 200 Schuss, das heißt ihr müsst so gut wie nie nachladen und selbst wenn ihr nachladen müsst, ist das gar nicht mal so extrem lang für ein LMG, also alles gar kein Problem, hier bleiben wirklich kaum Wünsche offen. Von daher kann ich euch allen nur wärmstens empfehlen, die RPT-31 mal ein wenig zu spielen, ihr werdet es definitiv nicht bereuen. Natürlich kann bei einer Waffe dieser Stärke es auch sehr gut sein, dass Dicey früher oder später wieder nerfen wird, sicher ist das nicht, ich halte es allerdings für recht wahrscheinlich. Als empfohlenen Spielstil kann ich euch nur auf dem Weg mitgeben, dass ihr sie eigentlich genauso spielen könnt wie eine PKP oder eine Avensis. Die Waffe funktioniert ja auch ziemlich ähnlich, sie ist halt nur meistens nochmal einen Tick stärker. Und ihr konstanter Schaden ist natürlich phänomenal, man bekommt dadurch nochmal ein viel besseres Feeling, wann die Gegner umkippen und wann nicht. Das ist beim Target Switch sehr wichtig und ja, das fühlt sich einfach super gut an. Probiert es selber aus, ihr werdet verstehen, was ich meine. Ich hoffe auf jeden Fall wie immer, dass ich euch mit diesem Video weiterbringen konnte. Lasst ein Like da und besucht meinen Twitch-Kanal. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Haltet die Ohren steif und haut rein! Ja.